Einen wunderschönen, stürmischen, guten Nachmittag. Wir vier Frauen hiervon haben die Ehre, den Wolfgang-Hilbig-Tag zu eröffnen. Wir sollen über Hilbigs Frauenbild sprechen. Nicht über Hilbigs Frauen, wie Thorsten Arne, sondern über Hilbigs Frauenbild. Das ist etwas, was mir bei seiner Lektüre und auch wenn wir uns zur Lebzeit begegnet sind, nicht unbedingt als oberste Themen- und Kommunikationspriorität in den Sinn gekommen wäre. Aber gut, für mich war die Einladung zur heutigen Veranstaltung ein Ansporn, meinen Blick zu schärfen und vor allem mich nochmal mit Hilbigs Werk im Sinne der Frauenbildsuche zu beschäftigen. Wer sucht, der findet. Und gefunden habe ich einiges, so zum Beispiel eine Selbstaussage, wo Wolfgang Hilbig davon ausgeht, dass er mit dem Schreiben Anerkennung bei den Frauen fände. Suche. Wir sind noch näher ran, ist das hier. Das ist vielleicht besser, das andere klar zu machen. Ich hoffe, Sie haben bis jetzt verstanden, was ich... Okay, ja, ich mache es mit dem jetzt weiter. So, jetzt kommt ein Zitat. Ich glaube, dem weiblichen Geschlecht gegenüber verhalte ich mich unsicher. Mein Blick fiel von Kindheit an dauernd auf Frauen und sie waren die Figuren, die ich in meinem Kopf gewälzt habe. Von dieser Seite kamen die Anforderungen, die auf mich einstürmten. Die Suche nach Liebe ist wahrscheinlich der Urgrund des Schreibens. Ich schreibe auch aus diesem Grund, um Zustimmung zu ernten. Wenn man mit dem Schreiben Zustimmung erlangen will, dann sucht man sie natürlich in erster Linie beim anderen Geschlecht. Also schreibt man meist für Frauen. Zitat Ende. Ich lasse das mal so stehen. Was mich darüber hinaus, beziehungsweise was mich eigentlich interessiert, ist Hilbigs Frauenbild in seiner Literatur. Es springt einen nicht geradezu an, aber es tauchen einige verschiedene Frauenfiguren auf, zum Beispiel die mythisch-literarischen. Ophelia, die endlich eins mit ihrem Treiben wurde, eins mit den faulen, stinkenden Wässern der Industriestadt, an Ahnungen erkrankt. Ich sage, am Wahnsinn des Zeitalters. Oder die Frau umschlungen wie Laokoon, zerrissene Heftpflaster kreuz und quer. Oder die Frau oder die Frauen von Geld geliebt. Die angstmachende Frau, wie sie im Gedicht vom Verlorensein vorkommt. Oder die Frau als Heilerin, wie in Erklärung an eine Gesuchte. Oder die Romantische, die im Sommer ans Meer fährt. All diese Liebes- und Begehr- und Abwehrgedichte sind für mein Verständnis mystisch, symbolisch, mitunter rätselhaft getrieben. Sie ergeben kein definierbares Frauenbild, sondern sind Eindrücke, Hinweise, vielleicht auch Irrlichter. Wolfgang Hilbig war ein Dichter und er verteidigte sein Schreiben in alle Richtungen. Das war für ihn das Wichtigste. Daher lese ich jetzt ein Gedicht von ihm. Es trägt den Titel »Meine Gäste«. Sitz ich allein für mich im Zimmer, hockt schon im nächsten Augenblick die Verzweiflung neben mir. Zuerst schweigen wir beide immer und rückt sie näher, Stück für Stück, dann habe ich Angst vor ihr. Dann beginnen die endlosen Redereien, die ich mit dieser Dame führe und lädt sie mich dann zum Tanze ein, klopft es sacht an meine Türe und der Herr Wahnsinn kommt herein. Das war das Gedicht »Meine Gäste« von Hilbig, wo als Gast die Dame Verzweiflung aufgetreten ist. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal meine Gäste, unsere Gäste hier vor, die kommende Stunde bestreiten werden. Da sitzt ganz links außen Margret Franzlik. Margret Franzlik war bis 1982 Lebensgefährtin von Wolfgang Hilbig. Sie haben sich 1969 am Tollensesee kennengelernt in einem Ausflugslokal namens Nonnenhof, wo beide als Aushilfskräfte gearbeitet hatten und sie haben eine gemeinsame Tochter.
Margret Franzlik wurde 1950 in Neubrandenburg geboren. Sie studierte in Leipzig Journalistik und von 1974 bis 1990 war sie Redakteurin bei Radio Berlin International. Bis 2010 hat sie als Redakteurin, Moderatorin und Programmchefin bei einem privaten regionalen Fernsehsender in der Uckermark gearbeitet und sie lebt in Berlin. Margret Franzlik hat ein Buch geschrieben, in dem sie einige ihrer Erinnerungen an Wolfgang Hilbig sowie an die damalige Zeit in der DDR festgehalten hat. Das Buch ist 2014 im Transit Verlag erschienen mit Fotos, Geschichten und kleinen Reflexionen. Rechts neben mir sitzt Katja Lange-Müller. Sie hat Wolfgang Hilbig schon sehr früh kennengelernt und ihn als kollegiale Freundin über Jahrzehnte begleitet. Katja Lange-Müller ist 1951 in Berlin-Lichtenberg geboren und bevor sie Schriftstellerin wurde, hat sie ein reichhaltiges Leben hinter sich gebracht, angefangen mit einer Lehre als Schriftsetzerin, Bildredakteurin, Requisiteurin, dann viele Jahre als Hilfsschwester auf der geschlossenen Psychiatrie in Berlin. 1979 hat Katja Lange-Müller am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig studiert. Danach war sie ein Jahr in der Mongolei in einer Teppichfabrik tätig. 1984 reiste sie nach West-Berlin aus und lebt als Autorin wunderbarer Erzählungen und Romane in Berlin sowie in der Schweiz. Ihr letzter Roman heißt Drehtür und ist 2016 erschienen. Katja Lange-Müller kann sich mit zahlreichen Preisen und Akademie-Mitgliedschaften schmücken. Neben mir sitzt Nancy Hünger. Sie ist 1981 in Weimar geboren und hat an der Bauhaus-Universität Weimar freie Kunst studiert. Sie schreibt Gedichte und Essays und lebt als freie Autorin in Erfurt. Ich habe 7 Einzelveröffentlichungen und 9 Stipendien, die sie erhalten hat, gezählt. Für ein Essay über Wolfgang Hilbig, Alte Abdeckerei, erhielt sie den Caroline Schlegel Förderpreis. Nancy Hünger hat noch einen weiteren Aufsatz über Wolfgang Hilbig mit dem Titel Solitär geschrieben. In diesem spricht sie sich unter anderem für das Unentschlüsselbare seiner Biografie aus. Vermutungen, Zuschreibungen und Anekdoten anderer über Hilbig ergeben für sie kein Bild, zumindest keines, das in die Nähe des Wahrhaftigen käme. Das ist natürlich für uns heute interessant, da wir ja genau das tun, über Wolfgang Hilbig reden und auch noch über ein so heikles, eingrenzendes Thema wie Hilbigs Frauenbild. Daher bitte ich Nancy Hünger, gleich als Erste das Wort zu ergreifen und danach sehen wir, wie wir in die Diskussion eintreten. Nancy? Das ist jetzt der Sprung ins kalte Wasser, damit hatte ich nicht gerechnet. natürlich mit den Biografismen tue ich mich schwer und die haben natürlich bei einem so vielleicht schon fast, das ist jetzt ein schwieriges Wort, weil das in der letzten Zeit zu massiv gebraucht wurde unter anderen Umständen, aber bei so einem erratischen Schriftsteller hat man sich, glaube ich, sehr leicht gemacht mit den Anekdoten und daraus ein Sammelsurium geschaffen, hinter dem vor allen Dingen das literarische Werk zurückbleibt. Viel lieber spricht man über Wolfgang Hilbig, weniger über die Texte, noch weniger liest man die. Ich finde es ganz interessant, ich hatte es schon vergessen, 2015 hatten Katja Lange-Müller und ich hier schon mal die große Freude, gemeinsam an Wolfgang Hilbig zu erinnern, ich ja nur als Nachgeborene. Und da kam die Frage nach dem Frauenbild schon auf, die wir dann diskret, glaube ich, alle beide ignoriert haben. So trifft man sich wieder. Vielleicht ist es ganz gut, mit den Weibern zu starten. Ich war ja auf der Spur nach Liebesgedichten und kann schon mal sagen, wenn man einfach nach dem Wort Liebe fahndet, wird man sehr fündig. Es gibt auch eigentlich für relativ unerwartbare Liebesgedichte im Nachlass, die auch einen ersten Kuss zum Anlass haben und mit großer Freude und Euphorie begleiten. Vielleicht recht ungewöhnlich, wenn man die anderen Gedichte bedenkt. Und Kerstin hat schon das schöne Stichwort gegeben, dem ich auch auf der Spur bin,
einer Selbstaussage Wolfgang Hilbigs, dass eigentlich die Suche nach Liebe der Urgrund alles Schreibens war. Und vielleicht kommen wir dann später nach den Weibern darauf zurück, denn es gibt eine spannende Passage aus der Übertragung, die sich auf ein Gedicht von Wolfgang Hilbig bezieht, das im Prinzip sozusagen ein Ursprungstext ist. Katja, ich würde kurz zu dir überleiten. Ich war natürlich auch erstmal ein bisschen befangen, als ich hörte, dass wir also jetzt dezidiert irgendwie Hilbigs literarisches Verhältnis zu Frauen anschauen wollen. Zumal er ja dann wirklich statt Frauen vermutlich eher Weiber gesagt hätte. Das war aus seinem Munde so eine Art verbaler Orden. Ich habe dann auch geschaut, weil ich dachte, na, die Zeichen der Zeit deuten ja darauf hin, es wird wahrscheinlich auch irgendeinen feministischen Reflex geben auf Hilbigs Literatur und tatsächlich, ich habe auch einen gefunden, und natürlich auf die Weiber, aber daraus vielleicht später. Ich denke, Nancy, dass man das Autobiografische oder Biografische bei Hilbig natürlich überhaupt nicht weglassen kann, denn er selber, also wenn man Hilbig nach langer Zeit wieder liest, dann merkt man, wie stark also all diese Hilbig-alter Egos natürlich seine Lebensspuren tragen und wie wahrhaftig er dabei auch damit umgeht. Also wie ehrlich, wie grimmig, aufrichtig. Ich fange mal an, ich habe mir auch was aufgeschrieben, weil es immer besser ist und man einfach konzentrierter ist, wenn man schreibt. Und entschuldigen Sie, dass ich rauche, es ist eine Hilbig-Gedächtnis-Zigarette und wir sitzen ja im Freien. Also im sogenannten Freien, ja. Wolfgang Hilbigs Verhältnis zu Frauen war lange Zeit real und auch in seiner Literatur irgendwie kontaminiert, möchte ich es mal nennen. Was sicher daran lag, dass er als Kind im verwaisten Ehebett schlafen musste, neben seiner Mutter, auf der Seite des verschollenen Vaters. Physisch war er ihr auf ungute Weise nahe, doch da ihn die Mutter nicht nur nicht annahm, und sich keine Zärtlichkeiten erlaubte, weder ihm noch sonst wem gegenüber, sondern viel an ihm herum kritisierte, genau wie der Großvater, der für seine Wutausbrüche berüchtigt war und den Enkelsohn sogar schlug, blieb Wolfgang ihr seelisch fremd. Sie ihm offenbar auch. Obwohl er fast bis zum Schluss eine starke Bindung an sie hatte, wer Wolfgang Hilbig wirklich war, hat sie vermutlich nicht interessiert. Sie las wenig, was er schrieb oder kaum. Er hat sich auch dazu mal geäußert, was seine Mutter gelesen hat. Fand ihn aufmüpfig und missraten, obwohl er ihren Wünschen gemäß zunächst Bohrwerksdreher lernte, also etwas Vernünftiges. Sie hat ihn gerne Dreckschwein genannt. Das zitierte er auch in seiner Literatur. Auch mehrfach erzählt hat, natürlich, also er schreibt darüber, deswegen erlaube ich mir überhaupt, darauf zu sprechen zu kommen. Und zum Gaudi der anwesenden Nachbarinnen bis zu seinem 13. Jahr in einer Zinkwanne gewaschen. Schon starkes Stück. Das waren keine guten Voraussetzungen für eine normale sexuelle und emotionale Entwicklung, erst recht nicht in Bezug auf Frauen, arbeitende und plebejische Frauen, die er ja dennoch begehrte. Ihnen fühlte er sich, das geht auch aus Hilbigs Literatur hervor, näher als den Männern, weil er sie für stark hielt, für verachtet und unterdrückt, ebenso wie sich selbst. Das tritt am krassesten vielleicht tatsächlich in die Weiber zutage. Das ist eine nicht allzu lange Geschichte, romanhafte Geschichte. Eigentlich tatsächlich eine der wenigen, die novellistischen Charakter haben, weil der Drehpunkt der Geschichte erst ziemlich am Ende auftaucht. Geht es natürlich, anders als man zunächst vermuten mag, erstmal nicht um Weiber, sondern um die abwesenden Weiber.
Also die sind einfach verschwunden. Aber ich muss Ihnen das alles nicht erzählen. Sie kennen ja diese Geschichte. Ja, Frauen hingegen, die kommen vor. Frauen, die andere möglicherweise Mannweiber genannt hätten, auch während der NS-Zeit waren die anständigen Frauen, speziell die KZ-Aufseherinnen, die Frauen, während die Inhaftierten die Weiber waren. Also die Geschichte schlägt einen großen Bogen von den Frauen, die in der Nähe seiner Straße in einer Munitionsfabrik arbeiteten und inhaftiert waren und in ihre Baracken zurück mussten jeden Abend. Hilbig, Jahrgang 41, muss sie als Kind gehört haben und erlebt haben. Und von diesen Weibern schlägt er einen Bogen hin zu Hilde Koch, hin zu einer Richterin, hin zu, wenn man so will, Pfarrer Brüsewitz, weil auch diese Szene kommt vor, in der der Ich-Erzähler versucht, sich anzuzünden. C ist der Ich-Erzähler. Also, aber er hat keine Streichhölzer. Das ist für einen Raucher wie Hilbig natürlich eigentlich absurd. Der hatte immer Streichhölzer oder Feuerzeuge, sogar Feuerzeugvollversammlung in all seinen Taschen. Das ist wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz grimmige und tatsächlich also einer vielleicht auch tatsächlich zu Zorn gesteigerten Verzweiflung geschuldete Satire. Ne, es ist wirklich eine finstere Satire, die Weiber. So, jetzt vielleicht tatsächlich zu dem, eine Lura Nietzsche Vigenienje und eine, kann ich nicht lesen, die beiden Magisterstudenten, eine aus der Universität Vilnius, das kann man sich im Internet angucken, die haben also jetzt sozusagen einen Aufsatz geschrieben, der heißt Der antifeministische Diskurs in der Erzählung Die Weiber von Wolfgang Hilbig. Sehr interessant ist der erste Satz in der Einleitung. Im Zentrum des Beitrags wird der antifeministische Diskurs als neue Lesart der Erzählung Die Weiber stehen. Neue Lesart, weil manche Kritiker streng dagegen sind und möglicherweise diese Interpretation nicht zulassen würden. Im Postmodernismus ist jedoch alles erlaubt, es gibt keine Regeln, deswegen auch keine Verletzungen der Regeln und keine Strafen dafür. Das ist super, ja, und es ist wirklich ein grandioses Missverständnis, weil sie sozusagen die Frau in Hilbig überhaupt nicht entdecken. Also diesen Anteil, der da auch wirklich dem Text eingeschrieben ist, weil der Ich-Erzähler, dem ja geraten wird, irgendwie, was Dichter wollen Sie werden, sagt diese Hilde Koch-ähnliche Gestalt. Sie haben ja nicht mal Abitur, Sie haben ja kein Abitur, nicht mal mittlere Reife. Sie, aber für die Müller vor, die wäre was für Sie und so. Und da werden dringend Arbeitskräfte gebraucht und ja. Und es gibt eine Szene, wo er also die Mülltonnen umarmt in ziemlich eindeutiger Weise, würde ich mal sagen. Und diesen Mülltonnen auch diverse Frauenlumpen entnimmt, die er sich anzieht. Ja, also das mostdurchfleckte Nachthemd spielt auch in einer anderen, das der Ich-Erzähler in dieser Geschichte trägt, spielt auch in einer anderen Erzählung eine Rolle, die Flaschen im Keller. Aber dazu erst heute Abend. Wenn es Sie interessiert, lese ich mal noch ein kleines Stück aus dieser Hilbig-Deutung vor, die beiden Feministinnen hier vorgenommen haben. Die Erzählung beginnt mit einer Szene aus dem Betriebsalltag. Der Held, der über 40 ist, zeigt seine Männlichkeit. Er beobachtet mit lüsternen Blicken die in der Presserei arbeitenden Frauen. Er erwartet in der Hoffnung, dort oben die Frauen über die Maschen des Rostes hinwegschreiten zu sehen. Immer nur die Frauen. Das Gitter ist diese unüberschreitbare Grenze, die ihn von der von ihm gewünschten und ersehnten sowie gehassten Frauenwelt
Trend. Also gehasste Frauenwelt, Quatsch. Das assoziative Denken des Helden ist grenzenlos. Der Hebelarm, den eine der Frauen hält, sowie die Champagnerflasche, scheint ihm einem Phallus ähnlich zu sein. Er rätselt, ob die Pfützen auf dem Boden vom Schweiß oder gar vom Urin der Frauen herrührten. Der Ich-Erzähler beobachtet auch Männerfiguren, die im Gegensatz zu den Frauen elegant und sauber sind. Er unterschätzt die Männer, sagt das aber direkt nicht, erzählt nur, wie schwer und unter welchen Umständen die Frauen arbeiten, die Männer dagegen bloß die Funktion der Maschinen überwachen. Der Held ist ein Opfer seiner Gedanken und seiner Vergangenheit. Er fühlt sich zwiespältig. Einerseits ist er an der Seite der Männer, andererseits äußert er seine antimaskulinistischen Ansichten. Der Autor zeigt gesellschaftlichen Auswuchs, Anomalien. Seine Lustausbrüche wiederholen sich immer öfter. Also das Lustausbrüche zu nennen, was da stattfindet, ist schon tollkühn. Der Ich-Erzähler hielt sich weder für einen Menschen noch für ein Tier, bemerkenswert. Und endlich wurde er wegen seiner Sucht aus dem Betrieb entlassen. Nach der Entlassung begann er das Leben von außen zu betrachten. Er begann zu schreiben und diese Beschreibungen sollten ihm ein inneres Leben ermöglichen. Er findet Zuflucht im Schaffen und alles wird anders. Die Stadt, die Gerüche, dann kommt dem Helden der Verdacht, sämtliche Weiber waren aus der Stadt verschwunden und so weiter und so fort. Also es ist absolut absurd. Man kann das im Internet finden und sich seinen eigenen Eindruck davon verschaffen. Ich wollte vielleicht dem Zitat von Kerstin noch eins hinzufügen. Ewig hat nicht so oft und nicht so viel über sein Verhältnis zu Frauen gesprochen, aber es gibt schon einen sehr bemerkenswerten Satz: In der DDR war die Frau eigentlich in keiner Phase der Entwicklung des Landes ein Konsumartikel, wie hier gemeint ist der Westen Deutschlands. Dort war sie immer eine notwendige Arbeitskraft. Über das Wort notwendig in dem Zusammenhang kann man auch nochmal nachdenken. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite. Ja, Nancy, wolltest du gleich anfügen nochmal und dann leite ich nochmal. Achso, wenn Sie erst, Frau Franzig, nicht, dass ich Sie jetzt übergehe. Das fällt mir, also erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und auch dieser 80. Geburtstag war für mich natürlich ein Grund, nochmal zurückzudenken, wie fing denn mit uns alles an und so weiter. Ich meine, nach diesen beiden vorausgegangenen Textbeiträgen weiß ich gar nicht, was Sie jetzt von mir hören wollen. Ich bin ja nun die leibhaftige Frau, die 13 Jahre an seiner Seite war und auch noch unter gewissen besonderen Umständen. Vielleicht wollen Sie denn hören, wie wir uns kennengelernt haben? Wollen Sie sowas hören? Und ich kann natürlich auch noch ein bisschen was anderes erzählen. Frau Franzig, ich würde mal ganz kurz, also um das irgendwie in eine Bahn zu leiten, ich hätte eine Frage, wenn Sie das Mikro schon haben, eine Frage an Sie, die man, von der man vielleicht aus das beantworten kann. Ich habe auch noch von Hilbig zwei Zitate, oder drei eigentlich, nämlich 2002 sagte er in einem Gespräch mit einem Journalisten: Sprache ist ein Verständigungsmittel. Sie braucht ein Gegenüber. Ich suche mir beim Schreiben meist so ein Phantom, meist ein weibliches. In einem anderen Gespräch sagte er: Man sucht immer eine Frau, die nicht eifersüchtig ist auf die Literatur. Die findet man kaum, weil Literatur so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und an einer dritten Stelle sagt er: Ich wüsste nicht, wie ich schreiben sollte, wenn ich weniger egozentrisch wäre. Das ist ja ein Vorwurf, den einem besonders immer die Frauen machen, dass man vollkommen egozentrisch ist. Und jetzt wäre meine Frage, Frau Wanzig, können Sie das aus Ihrer Erfahrung heraus bestätigen? Na klar, also, natürlich kann ich das bestätigen. Es war ja auch immer dieser Zwiespalt zwischen unserer persönlichen Beziehung, dann mit dem Kind, erst ohne, dann mit dem Kind und
Ja, ich meine, das war ein schwieriger Mann. Also es hat sich nicht leicht gelebt. Das dürfen Sie sich nicht vorstellen. Er hat nachts geschrieben und am Tage geschlafen. Und als das Kind zum Beispiel da war, da hat er dann großartig getönt. Ich meine, nun kann man es ja mal sagen, ist so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Meine Tochter kommt nie in eine Kita und so weiter. Aber das ging gar nicht. Das konnte er gar nicht einlösen, weil er musste schreiben. Und dann war er früh gar nicht fähig, da das Kind wegzuschaffen. Also, es war immer sehr schwierig. Und ja, mit so einem Mann, dem das Schreiben nicht Beruf ist, sondern Berufung und vielleicht auch Fluch sogar, ich würde sogar so weit gehen, das war nicht nur ein Zuckerschlecken. Also. Aber wir haben es trotzdem so lange hinbekommen, all dieweil ich ja nicht bei ihm zu Hause in der Wohnung mit wohnte. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben uns kennengelernt, da war ich 18, ich hatte gerade das Abitur gemacht und wir haben uns getroffen und ich war natürlich fasziniert von so einem Mann, sowas kannte ich gar nicht, dass der da die Bücher um sich und die Manuskripte um sich ausbreitete und ja, und mir quasi die Literatur nahegebracht hat. Also so war es schon. Und dann habe ich volontiert in Neustrelitz bei der Freien Erde und bin dann, da war er dann aber noch nicht mehr da im Nonnenhof, sondern da war er dann in Usadel und so weiter und ließ sich da inspirieren. Und da haben wir uns dann natürlich dauernd getroffen und ich bin dann, habe dann studiert in Leipzig an der Fakultät, dann an der Sektion Journalistik und bin dann immer gependelt von Leipzig nach Meuselwitz und zurück und vor allem natürlich am Wochenende und dann mit dem Lumpensammler bin ich dann wieder zurück ins Internat und so weiter. Also da konnte man das einigermaßen vereinbaren. Und später habe ich dann in Berlin angefangen beim Rundfunk und da kam er dann immer zu mir. Also wir waren ja auch nicht verheiratet. Er wollte immer nicht, ich wollte und er hatte immer gesagt, er heiratet nie und ja, dann hat er zwar doch geheiratet und da habe ich ihn dann gefragt, ja, wieso heiratet es denn jetzt die Natascha, du wolltest es doch nie. Na, wegen der Steuer machen wir das. Und so war das, aber es hielt, aufgrund dieser räumlichen Distanz, hielt es 13 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und er ist ja dann auch freier Schriftsteller geworden und nach seiner Untersuchungshaft wegen dieser angeblich angebrannten Fahne da zog er dann richtig nach Berlin zu uns dann in die Wohnung. Kleine Wohnung in Spindlersfeld, ein Zimmer, Küche, kein Bad, nichts weiter. Und ich meine, in meinem Buch schreibe ich ja auch also eine Anekdote. Ich kam vom Rundfunk, von der Spätschicht mit einem Kollegen mit dem Auto an und wir wohnten damals auch im Parterre, und also im Erdgeschoss. Und da haben wir ihn dann gesehen, Tee gemacht, saß am Schreibtisch, abends um 10 und er war eben bei der Arbeit, ne? So war das. Darf ich noch mal reinfragen? Also Sie haben ihn ja auch in der Zeit sehr viel mit Büchern versorgt, also Bücher besorgt. Ja, ich habe ihn, genau. Mit Büchern, ne? Es ist ja kein Geheimnis, dass Wolfgang Hebig weder Sprachen konnte, er hatte nur 8 Klassenschule, aber das ist ja auch letzten Endes nicht entscheidend bei sowas, ne? Ich meine, da kann trotzdem große Literatur, Weltliteratur daraus entstehen. So einfach darf man sich das nicht machen. Aber er hat dann immer gerne davon Gebrauch gemacht. Ich habe hier auch unzählige Beispiele, ne, die könnte ich jetzt hier, welche Bücher er sich von mir gewünscht hat, dass ich die entweder kaufe in Berlin
oder in Leipzig oder ihm ausleihe und dann hat er sie wieder zurückgeschickt. Das war immer so ein Hin und Her. Und er hat sich auch von mir inspirieren lassen. Das ging so weit, dass wir sogar zusammen ein Hörspiel geschrieben haben. Das heißt, das Hörspiel habe ich geschrieben und er hat sich so dafür interessiert, weil wir, was da drin, worum es da drin geht, weil er das ja auch miterlebt hatte. Da hat er dann gesagt, komm, ich guck drüber und hat dann so Verbesserungen angebracht und so. Also da, so war das auch. Und dann war es so, dass er mir zum Beispiel, wo auch keiner so richtig lange wusste, er hat eine Kurzgeschichte geschrieben, Herbsthälfte heißt die, die ist von 73, glaube ich. Und da hat er hat er die gewidmet für M. Ja, der M konnte aber nun alles Mögliche sein, ne? Dankeschön. Ja. So. Und da steht drüber, also Herbsthälfte für M. Und dann noch lang. Also diesen Begriff wollte er unbedingt reinhaben und den habe ich dann übersetzt. Ich habe sowieso auch allerhand für ihn so Interlinear-Übersetzungen angefertigt. Hier Rimbaud, Mallarmé, Verlaine und L'Autremont und solche Sachen. Und daraus hat er dann Literatur gemacht, also das hat er dann verwandelt. Ne? Ja, und ich wollte Ihnen nur sagen, er hat mir dann aber auch geschrieben, das kann man hier belegen, dass das für mich, dass er mir das Stück gewidmet hat, all dieweil er sich so inspiriert fühlte durch einen Urlaub. Und da hat er sich noch so bedankt in einem Brief. Das könnte ich Ihnen auch vorlesen. Hier, warten Sie mal, wo habe ich denn das? Tja, man hat hier so viel, ne? Sachen zu, könnte man vorlesen. Die anderen haben hier auch was vorgetragen. Meine liebe Margret, das schrieb er mir am 31. März 1974, hier endlich, was ich schon lange versprach und mal ein kleines Prosastück, das ich dir heute abschrieb, das für M neben dem Titel ist die Abkürzung deines Vornamens. Es ist also dein Prosastück. Es ist neben einem weiteren Gedicht Herbstrosen, Herbstwein und einem anderen Prosastück, das auch noch brach liegt, die Beschreibung eines Ereignisses meines Urlaubs mit dir in Berlin, in Broda, das ist in der Nähe meiner Heimatstadt Neubrandenburg, der durch dich so schön wurde. Ja, so zum Beispiel, ne? Hat er dann. Vielleicht interessiert es Sie, inwieweit gerade das ihn so inspiriert hat zu diesem Stück hier. Warten Sie mal, wo ist meine Brille? Gestern sah man im Dunkeln den weißen Stamm einer Birke, steil aus dem Grasland, ihr ebenso weißes Geäst, schräg empor, man sah den hellgrauen Rauch des Laubwerks, oder es war ein Sprühen dem Stamm entspringend, oder der Stamm sprühte und entsprang, weiß das Geäst, wirklich weiß die Brücke. Man sah es deutlich und doch sah ich von allem nur die Hälfte. Da es nicht gelingt, sich hinter einer erfundenen Figur zu verstecken, man bedenke den weiten Fortschritt der Zeit, wie weit ist der Gipfel eigentlich schon überschritten? Da nicht abzusehen ist von der ersten Person, die jedem Satz vorangeht, voransteht, bleibt es ein überflüssiger Gewaltakt zu erklären, weshalb so viele Aussagen uns ihren Abschluss verweigern.
und so weiter. Also da könnte man dann sich vorstellen, inwieweit ich ihn inspiriert habe. Ja, er hat dann auch ein Gedicht zum Beispiel geschrieben, Windmühlen, Wassermühlen, und das spielt da in der auch in der Nähe von Neubrandenburg an einem an dem Ausläufer eines langen Sees, also dem Tollensesee. Und da hat er dann eine Zeit lang gewohnt, nachdem er nicht mehr in Nonnenhof arbeitete. Und er war dann Schlosser auf der LPG, da in der Nähe, in dem Dorf Usadel. Und da habe ich ihn ein paar Mal besucht. Und daraus ist dieses Gedicht entstanden. Das kann man dann alles in seinem Werk nachlesen. Ja, so war das, ne? Ich möchte mal reinfahren, nochmal bei der Frage der Bücher, die doch sehr interessant ist. Er hat ja sehr viel gelesen, ein paar Namen sind hier schon genannt worden. Und Frage an alle drei Frauen hier, gab es eine Autorin, dessen Werk er besonders geschätzt hat, also über das Maß hinaus geschätzt hat? Jetzt nicht mal so die Kollegin an seiner Seite, sondern... Naja, also Weltliteratinnen oder so. Katja, weißt du was, oder? Ja, es gab da schon einen Namen, und zwar Heidemarie Hertel, Heide Hertel auch genannt. Die hat ein Buch geschrieben oder eine Geschichte geschrieben, Puppe im Sommer. Und ich habe in meinen Unterlagen da sogar noch, das muss direkt hier von Hebigs Schreibmaschine sein. Wo ist es? Ja, er hat Heide Hertel hat er sehr verehrt. Die ist ja dann an Krebs gestorben, Anfang der 90er Jahre. Und auch Gerd Hertel, naja, aber das ist ja nun wieder ein Mann, ne? Da können wir da nichts. Katja, fällt dir noch jemand ein? Ja, auf jeden Fall. Also darüber haben wir dann auch lange geredet, weil er kannte es nicht. Das war Carson McCullers, die Ballade vom traurigen Café. Die fand er absolut bemerkenswert, weil es da zu einem physischen Zweikampf zwischen einer Frau und einem Mann kommt. Also das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, wer von Ihnen die kennt, eine tolle Geschichte. Die spielt irgendwie in Mittelamerika zu Zeiten der Prohibition. Und da gibt es eine sehr männlich aussehende... Nein, nicht in Mittelamerika, in den Südstaaten. In den Südstaaten, richtig, Entschuldigung. Andere spielten dann in Mittelamerika, aber das spielt in den Südstaaten. Und da gibt es eine sehr männlich aussehende, großgewachsene, mürrische Person, die ja schwarz Alkohol brennt und an die Dorfgemeinschaft verkauft. Und eines Tages irgendwie... taucht eine pucklige Figur auf, die so ein bisschen an kleinen Zaches erinnert, also auch so eine E.T.H. Hoffmann-Figur ist, den mochte er ja eh sehr gerne. Und in diesen Puckligen verguckt sie sich, während sie den schönsten Mann des Dorfes, einen ziemlichen Tu-nicht-gut, immer abweist. Und der muss dann irgendwie in den Knast und kommt wieder, und dieser fetter Leimen, der da mittlerweile also irgendwie das Herz dieser Schnapsbrennerin erweicht hat, und es wurde ein Café eröffnet und alle sitzen rum. Und sie erhört ihn tatsächlich, aber lässt ihn nicht zu sich ins Bett. Und daraufhin wird er also extrem wütend und fühlt sich abgewiesen. Und die Geschichte eskaliert, und dann kommt es zu einem Zweikampf zwischen dieser Schnapsbrennerin und diesem schönen Ex-Häftling. Und eigentlich gewinnt der Ex-Häftling, er hat schon fast gewonnen, aber da springt ihm dieser kleine, pucklige Vetter ins Kreuz. Und das sorgt dann dafür, dass die Frau den Kampf gewinnt, aber es ist, das Café wird zugemacht und Vetter Leimen aus dem Haus gewiesen. Eine sehr merkwürdige Geschichte, aber ihn reizte daran, wie präzise Carson McCullers diesen Kampf beschreibt, so eine Mischung aus Box- und Ringkampf. Das mochte er, und dann fragte er, ob es noch anderes von ihr gibt. Und es gibt natürlich noch anderes, aber er meinte, das sei alles irgendwie, würde alles verblassen vor die Ballade vom traurigen Café. Merkwürdigerweise kam er auch mal mit dem Band Luise Rinser an. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Darüber kann ich mich auch nicht dran erinnern, was er dazu gesagt hat. Er sagte nur, ich hab's noch nicht gelesen.
oder so. Das war ein Buch, was durchkam. Bestellte sich ja bei seiner Westverwandtschaft immer Bücher. Die schickten ihm aber lieber Pullover oder so, bis er irgendwann mal dezidiert gesagt hat, die sollen jetzt aufhören mit den Pullovern und sollen ihm Bücher schicken. Und da bestellte er insgesamt zweimal irgendwie Bataille, irgendwie das obszöne, wie heißt das gleich nochmal? Die obszöne, weiß ich nicht mehr, das obszöne Werk oder so ähnlich. Ja, das haben wir heute noch dastehen. Und das kam und kam nicht. Also zweimal kam es nicht und er hat sich dann bei Höpke beschwert. Das muss jetzt in diesen Briefwechseln auch drinstehen, die ja veröffentlicht sind irgendwie. Und stattdessen aber durchkam also zweimal nicht Bataille, weil wenn da das obszöne Werk draufsteht, interessieren sich die sicherlich danach sehr enttäuschten Zöllner auch dafür. Aber Luise Rinser kam durch und die hatte er dabei. Aber was er dazu sagte, er hatte sie aber bestellt offensichtlich. Ja. Naja, bei seinem Buchhändler Günther Fiedler hat er natürlich auch jede Menge Bücher bestellt. Die sogenannten Rosinen aus der DDR, aus dem Volksbuchhandel. Weil die bekam man nicht so einfach, die bekam man nur unter dem Ladentisch. Und ich habe ihn, wenn Sie das wirklich interessiert, dann habe ich noch diesen Ausschnitt hier. Das ist von seiner Schreibmaschine. Die hat so ein ganz besonderes Schriftbild. Puppe im Sommer. Ich habe davon erzählt, dass er in Heide Hertel auch sehr verehrt hat und auch bis zum Schluss begleitet hat und so. Das ist kurz, das könnte ich Ihnen auch vorlesen. Puppe im Sommer. In Nichtsonne auf der rauen Holzstufe, oben in meinem Kopf die Tür des Hauses. Ein weißer, heller, heißer Fleck wie ein Ofenloch. Die dunklen Fliesen, meine Bastion gegen die Hitze. Aber in der Hand der kalte Puppenkopf aus Porzellan, in die Gabelung zwischen großem und Ringfinger die Nase gepresst. Schon deshalb würde ich niemals modellieren. Nur einen Kopf aus dem Stein herausschlagen. Die Stirn der Puppe, die Augen, die Wangen, eine unerklärliche Landschaft. Gar die Haare, das Kleid der Puppe zweifellos gehasst. Ebenso wie der Körper aus Pappmaché. Ja, es gibt auch noch jemand anders, ziemlich intensiv korrespondiert hat, allerdings nicht viele Jahre. Von 68, glaube ich, bis 70 oder so. Das könnten Sie auch in einer Sinn- und Formausgabe nachlesen. Das ist der Briefwechsel mit Ursula Grossmann aus Dresden. Es ist sehr interessant. Die Frau hatte ihm zuerst geschrieben und daraus hat sich dann ein ziemlich intensiver Briefwechsel nicht nur über Literatur, auch über Politik und so weiter entwickelt. Und er hat sie auch da manchmal drin gelobt, aber ob das nun so ernsthaft war, weiß ich nicht. Okay, danke schön. Danke auch für das schöne Gedicht. Und weil wir bei Gedicht sind, wechsle ich nochmal zu Nancy Hünger, die vielleicht was zu Gedichten sagt. Du? Ich schlage nochmal den Bogen zum Anfang, versuche es zumindest anknüpfend an die Weiber. Übrigens, Katja, nein, das Biografische kann man nicht trennen, aber das Anekdotische, das so um ihn herumgewachsen ist und ihn ja auch verkleinert, schmälert und das Werk so ein bisschen überlagert, das habe ich gemeint. Alles klar. Interessant ist übrigens, dass wir es bei den Weibern mit vielen Frauenbildern zu tun haben, die da korrelieren. Katja hat das schon gesagt, es gibt Frauen und Weiber, es wird bewusst ein Unterschied gemacht. Und auch zu dem Weiblichen, das jetzt mehrfach erwähnt wurde, also Hilbig wird ja gerne auch sozusagen als Boxer immer wieder erinnert. Und Jane Anne Eagle war das, die in einem Aufsatz ganz dezidiert auf die weibliche Seite Hilbigs verwiesen hat. Und vielleicht hatte sie auch noch eine besondere Antenne dafür. Interessant auch, du hast zum Schluss noch das Zitat, die Frau im Osten, die Frau im Westen, auch das findet sich in den Weibern schon, dass die Rümpfe quasi im Osten verbleiben und der Unterleib in den Westen kommt oder in den Westen zeigt. Und das hat natürlich auch viel mit Sexualität zu tun, mit der Art wahrscheinlich, wie Sexualität, ich kann nur wahrscheinlich sagen, in der DDR gehandhabt wurde. Und das ist ja auch sehr interessant. Ich glaube, was man gerne überliest oder was zum Beispiel die beiden Feministinnen leidenschaftlich gerne überlesen haben,
ist ja, dass im Prinzip der Sexualtrieb ganz, ganz klar mit dem Schreibtrieb gleichgestellt wird und dass beides so wahnsinnig schambesetzt ist. Das wollte ich noch kurz nachholen. Und ganz erstaunlich, und da findet sich jetzt der Anknüpfungspunkt, es sind die abwesenden Weiber. Ein Wort, das wie kein anderes mit dem Werk Hilbigs in Verbindung steht. Und vielleicht, ich sagte es schon, es gibt ein Gedicht, das der Ich-Erzähler in der Übertragung vernichtet hat, aus Scham, das der Schriftsteller aber bewahrt hat. Dieses Gedicht in der Übertragung wird beschreibt, das Subjekt, das erzählende Subjekt beschreibt die Erstehung des Gedichtes. Es ist ein Arbeiter, der in einer Gießerei schuftet und dort die Wannen von den Schlacken befreien muss und quasi auf schmierigem Ölgrund diese Schubkarren mit dem Sand und dem ganzen Unrat quasi befördern muss und hat dort eine, wie soll man das sagen, eine fast schon eine Amor Fu, Lona heißt sie, die Frau von Waller, genau, von dem Freund. Und es passiert eines Tages ein Fast-Unglück oder eine Beinahe-Unglück. Und zwar macht sich die Schubkarre macht sich selbstständig und hält auf Lona zu. Und sie kann gerade noch entweichen, indem sie I sagt. Und sie heißt übrigens auch Ilona. Lona ist nur die Kurzform. Und sie trägt an diesem Tag unter den Kittelschürzen einen feuerroten Schlüpfer. Auf jeden Fall habe den Ich-Erzähler diese Situation zu einem Gedicht nach Villon inspiriert, nun noch für alle, das sich im Nachlass findet. Einige Worte der sanftesten Sprache, ein wenig Urlaub, ein Schluck aus einer kühlen Flasche, ein Dach für jedes Haus und für einen neuen Anfang ein gutes Ende dazu. Noch einen roten I-Punkt auf jedes Wort. Für alle einen Eiffelturm und einen Fingerhut, Umarmungen, Küsse, ungenannte Bewegtheiten und Durste, die noch zu ertränken sind. Nun noch für alle jeden Tag Erdbeeren, Milch, grüne Gurken, Butter und warum nicht auch den gedungenen Ausnahmen ein Stück und auch einmal ein längerer Orient für das Abendland und dennoch für alle dies Bild allgemeinen Anklangs. Blau, duftgetöntes Filigran und Gras, weißer Sand, ein Sommerweg von einem Bach benetzt, Schilf, verquirlt, verfilzt, gescheckt ein schwacher Schimmer der Wind, mittags die Sonne des Sees, das Wasser, wirklich bis auf den Grund und erstaunliches Glitzern auf dem Spiegel. Für alle nun noch ihren Aufbruch und für ihren Aufbruch unseren Aufwand an Sprache. Mitgehen, begleiten, bei der Hand nehmen, voraussagen. Und sicher auch eine Vermählung für alle und für die Hochzeiten aller Sprachen, neue Verbesserungen. Der Erzähler stellt dieses Gedicht im Zirkel der schreibenden Arbeiter vor. Als er es vorstellt, sind nur Frauen zugegen. Diese Frauen fragen ihn quasi auf den Kopf hinzu, was das denn mit dem I-Punkt solle. Sie erinnern sich noch, wie dieser I-Punkt entstanden ist. Es ist quasi Lonas Schlüpfer, der ihn inspirierte. Und sprechen ihm ab, etwas von der Liebe zu verstehen. Und daraufhin gerät der Ich-Erzähler in größte Bedrängnis, weil er nicht a priori darauf antworten kann und Frauen ja sozusagen von Natur aus Liebe verstehen. Und es gibt dann eine Passage, in der er sich erklärt. Offenbar brachte ich zwei Dinge miteinander in Verbindung, aus einer langen Gewohnheit, doch hatte ich mir noch nie klar gemacht, dass darin ein zwanghaftes Denken lag. Immer hatte sich die Poesie, die ich das Abwesende nannte, für mich ganz zwangsläufig mit dem Weiblichen verklickt oder auch mit der Liebe, die ich ebenfalls abwesend hätte nennen müssen. In früheren sentimentalen Phasen meiner Bewusstlosigkeit, so glaubte ich nun zu wissen, war mir das Schreiben immer mit Gedanken an eine Leserin einhergegangen. Genauer gesagt, es hatte sich fast ausschließlich an mögliche Leserinnen gerichtet. Wahrscheinlich hatte ich irgendwann sogar unter solchen Vorzeichen mit dem Schreiben begonnen. Später hatte ich Majakowski für eine in dieselbe Richtung gehende Äußerung, die ich von ihm las, bewundert, zugleich aber auch verachtet. Als ob er sich damit verraten habe. Er hatte den gleichen Umstand entlarvt, den ich an mir selbst verachtete. Was mir geschah, war womöglich die Verwechslung zweier grundverschiedener Dinge. Wenn ich einen Text zum Abschluss gebracht hatte, trat ich mit der Siegermiene des Erretteten auf die Frauen zu,
Denn die Leistung, mit welcher ich die Differenz meiner Wörter und Sätze zur abwesenden Poesie verringert zu haben glaubte, schien mir auch geholfen zu haben, die Differenz zur Liebe zu überbrücken. Und das endet, dieser Passus endet mit einem sehr interessanten Satz. Da die Differenz des Dichters zur Poesie die gleiche ist, wie die Differenz des Sohnes zu seiner Mutter, musste ich immer in derselben Entfernung bleiben. Genau, mir erscheint das für eine ganz bemerkenswerte und selten ins Visier genommene Passage in Helbigs Werk, die halt wunderbar, meine Aufgabe war ja die Liebe, tatsächlich nochmal herstellt, was eigentlich unser Anfang war, dass die Liebe der Urgrund alles Schreibens sei. Die Liebe, das immer Abwesende und das Nicht-Erreichbare, was ebenso korreliert mit seinem Begriff der Poesie, den er ja von Mallarmé auch herleitet, zu großen Teilen. Und eines der schönsten übrigens, wenn Sie noch mögen, ist ja immer gut, Wolfgang Helbig auch zu hören. Das habe ich meinem lieben Kollegen und Freund Wilhelm Bartsch zu verdanken, der mich nochmal auf dieses Gedicht aufmerksam machte. Lunare Zeilen für C. Der Mond, erfüllt dir deine Träume, er färbt dein Aug, netzt deines Schattens Lippenpaar, nennt dir den Namen aller wilden Feigenbäume und füllt dein Glas mit gelbem Wein, da auf dem Tisch das Glas, das ausgetrunken war und sein Gehöft durch wehen Geflechte, dunkel wie Undinenhaar. Du siehst ihn oben, wenn du wachst, doch nur zum Schein, denn wenn du lachst, im Traum steigt er herab zu dir, gespielt des Schattens, den du warfst vor deiner Tür. In gelber Nacht zu wandeln, geht er ein. Nimm dir noch von den süßen Feigen, komm, sei mein. Es ist wie wilder Wein, er will an deinen Lippen sein. Er ist bei dir, nicht bei den Wolken, wo er wohnt, und nur zum Schein färbt etwas mehr. Der Mond, der gelbe Mond. Ja. Ja, ein wunderbares Gedicht, wie ich finde, eins der selteneren Sorte von Gedichten. Und im Vergleich zu den Weibern, also zwei Extreme, finde ich, aber die auch wieder zusammengehören. Katja, du hattest noch ein schönes. Ja, ich habe natürlich auch nach Liebesgedichten gesucht. Man findet mehr, als man zunächst vermutet. Das hier hat mir besonders gefallen, weil es sein schlechtes Gewissen auch, seine Scham, seine Zartbeseitetheit sozusagen mit im Umgang mit Liebe sehr schön auf die Punkte bringt. Nach der Prosa. Nun bin ich alt und in den Staub geworfen. Die Zähne schmecken Stein, bespritzt von Kötern. Aller Gesang gesungen und zu grauer Asche ward mein Vers. Der Mond, daran mein Schatten lehnte, weist mir nicht mehr den Weg. Selbst mein Verhängnis wird mich bald verlassen, vergessen wird mich Durst, Verachtung, Heuchelei. Worin ich glänzte, ehe ich dich besang, dir wollte ich eine Blume pflücken und brach dabei ins Knie. Ah, früher liebte ich fluchend und umspült von Glanz der glimmenden Flaschen. Zu trinken liebt ich mit der Hand am Schalter des Lebens. Kopfüber ging ich aus und liebte lange zu wandeln im schwankenden Grund der Himmel. Kein Gott, der mir die Hand bot. Ich hörte mich singen, schluchzen zwischen den Lichtern der Sterne, die mir zu Füßen lagen, wüst verstreut, wie Trinkgeld in der Spelunke des Dunkels. Nun ging ich aufrecht, eine Nachtviole war mein Ziel, doch wankte ich, ein einzig falscher Schritt war's bloß, dir wollte ich eine Blume pflücken und ich fiel der Erde in den Schoß. Vielen Dank. Katja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu dieser ersten Runde. Und ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei Margret Franzig, Nancy Hünger und Katja Lange-Müller für die Beschäftigung mit Wolfgang Helbigs Frauenbild, das ja kein
Ganzes oder mit einem Blick überschaubares Bild ist, sondern sich aus vielen kleinen Bildern, Teilen zusammensetzt. Und es bedarf ja auch der eigenen Kenntnis und Fantasie, sich dann ein Bild zu machen. Außerdem soll man sich überhaupt gar kein Bild machen, höre ich immer dauernd über irgendwas. Und insofern geht es heute noch ein bisschen weiter und vielleicht legt sich der Wind ja auch noch. Erstmal dann viel Spaß für die nächste Runde.